Kennst du das auch? Du sabotierst dich in deinem Denken und womöglich auch in deinem Handeln immer wieder selbst. Mein Ansatz, den ich dir heute vermitteln möchte, ist: Schau mal, ob du mithilfe der Rote-Linie-Meditation, die im Anschluss wieder folgt, an den Punkt gehen kannst, bevor du überhaupt Selbstsabotagen für dich genutzt hast, angewendet hast, mit Selbstsabotagen dir deine Zukunft gestaltet hast. Also sehr wahrscheinlich komme ich damit an einen Zeitpunkt, als ich noch sehr klein war. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich ein bestimmtes Selbstsabotage-Thema habe, und das ist jetzt mein Anliegen, dann kann ich doch zu diesem Thema eine Veränderungsfantasiereise einsetzen, die mich ab diesem Punkt, wo die Selbstsabotagen zu diesem Thema begonnen haben, verändern. Probier es einfach aus. Es ist der Versuch, Selbstsabotagemuster einfach selbst zu lösen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein bestimmtes Selbstsabotage-Thema damit in Lösung gehen könnte. Nun wünsche ich dir viel Erfolg dabei und gleich startet die Meditation bzw. Fantasiereise zu dem Thema, das du dann im Hinterkopf hast. Alles Liebe, ciao, ciao. Setze dich bequem an einen Platz und schließe zunächst einmal deine Augen und gehe mit Hilfe dieser Musik in eine komplette Entspannung nach und nach. Lass dir ruhig einen Moment Zeit, fahre dein Tagesbewusstsein runter, lass alle Gedanken los. Lass jeden Gedanken Gedanken sein und halte mit der rechten Hand den Daumen der linken Hand umschlungen. Und nun entspannst du immer weiter. Dein System fährt nach und nach weiter runter und du entspannst noch tiefer. Du merkst, wie deine Sorgen dich verlassen, wie du immer weiter wegkommst von deinem Alltagsverstandesdenken. Halte nun mit der linken Hand den Daumen der rechten Hand fest. Und mach dich jetzt bereit für eine kleine Zeitreise. Die Zeitreise soll dich genau bis zu dem Moment führen, kurz bevor dein Problem das erste Mal initiiert wurde. Um das Eintreten des Problems zu verhindern, reise jetzt bitte auf dem Zeitstrahl an den Augenblick, kurz bevor das initiale Ereignis passierte. Und während du nun deine beiden Hände auf deine Herzgegend legst, entscheide du: Ich entscheide mich zu wissen und zu fühlen, mein Geist ist frei, auf dem Zeitstrahl genau so weit zu reisen, bis zu dem Moment, kurz bevor mein Problem initiiert wurde. Und es kann sein, dass du dich in einer anderen Zeit wiederfindest. Es kann sein, dass du Bilder siehst, dass dir Bilder in den Sinn kommen oder Gedanken, von denen du vielleicht denkst, oh, daran habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Und
Für die Lösung meines Problems entscheide ich mich jetzt, mit dem Zeitstrahl zu reisen. Mein Unterbewusstsein und mein höheres Selbst steuern mich und ich bin in kompletter Sicherheit. Und ich reise jetzt mit dem Zeitstrahl bis genau zu dem Punkt, kurz bevor mein Problem das erste Mal initiiert wurde. Genau an dieser Stelle ziehe ich eine Stopplinie. Eine rote Ampel hilft mir, an dieser Stopplinie stehen zu bleiben. Und nun bereite ich mich auf das Übertreten dieser Stopplinie vor. Mein Geist kreiert nun einen neuen Ablauf, der mit dem Übertreten der Stopplinie passiert. Lass dir dafür einen Moment Zeit. Fühle dich dabei schon jetzt noch sicherer, noch geborgener und genieße die Liebe und Sicherheit, die an diesem Ort für dich präsent ist. Atme diese Liebe und diese allumfängliche Sicherheit ein und verankere ein tiefes Wohlgefühl in jeder Zelle und jeder Sphäre deines Körpers. Du fühlst Geborgenheit und tiefe, allumfassende Liebe. Du atmest diese Geborgenheit und diese Liebe förmlich ein. Du gehst jetzt mit deiner Wahrnehmung in das Gefühl, die Situation aus deinem übergeordneten Bewusstsein heraus neu gestalten zu lassen oder selbst kreativ neu zu gestalten. Und ich lade dich ein, zu fühlen und zu sehen und dabei zu spüren, was jetzt an der Haltelinie Fantastisches passiert. In dem magischen Moment, wenn die Ampel auf Go, also auf Grün springt, siehst du eine Realität, die schöner nicht sein kann. Du gehst durch diese Zeitschranke, sobald die Ampel auf Grün gesprungen ist. Jetzt! Jetzt ist grün. Du siehst eine Realität, die schöner und vollkommener nicht sein kann. Du gehst durch diese Zeitschranke und fühlst und siehst eine wunderbare Wirklichkeit. Du nimmst diese wunderbaren Geschehnisse jetzt mit jeder Zelle deines Körpers wahr. Und deine Hand liegt dabei immer noch auf dem Herzen. Fühle jetzt den folgenden Entscheidungssatz. Ich entscheide mich, in diesem Moment geht es mir super gut. Alles, was an dieser Stelle an Wohlbefinden, Wohlwollen, Wohlfühlen und Gutsein und in Ordnung sein initiiert wird, wird in meinen Zellen verankert. Und zuvor wurden die Speicherplätze gereinigt. Das vorherige Programm wird in genau solchen Portionen losgelassen, wie es für mein gesamtes System gut und aus jeder höheren Sicht angemessen ist. Und es verschwindet genauso angemessen nach und nach das alte Programm im Universum. Und es wird angemessen von jedem Sicherungsplatz, von jedem Ort, von jedem, egal wo es abgespeichert war, in alten, angemessenen Einheiten losgelassen. Die jeweils frei gewordenen Speicher werden jetzt mit dem neuen, fantastischen Wohlgefühl und mit kindlichem Frohsinn
und neun wunderbaren Erlebnissen belegt. Und der Körper wird nur die Chance nutzen, notwendige Enzyme und Hormone und andere Regelmechanismen auf neue Weise mit dem System angemessen zu generieren und zu verwenden. Und du fühlst dich rundum beschützt und heil und vollkommen geliebt, denn du befindest dich nun fortan mitten in der Selbstliebe. Jetzt geht es zurück ins Tagesbewusstsein. Ich werde dafür von 5 bis 1 runterzählen und bei 1 bist du dann wieder im kompletten Wachbewusstsein angekommen. Du wirst fit und energievoll sein und dich deinem Leben wieder offen zuwenden. 5, 4, 3, 2, 1. Öffne nun deine Augen und genieße im weiteren Verlauf eine schöne Zeit.